Hallo liebe Zuschauer, wie angekündigt spiele ich jetzt mal die neue Map Nightfall für den Extinction Mode von COD Ghosts an, erschienen zusammen mit dem Onslaught DLC. Und das mache ich nicht alleine, sondern als Dual mit Robert und Daniel von WLGH. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go! Also so geht's los. Vorbereiten. Scheiße. Muss erstmal die Stimmbänder ölen. Lalalala. Nee, ich meine hier jetzt bei dem Dings, du musst doch mal auf Vorbereiten drücken hier. War das nicht so bei dem Alien-Mode? Ich glaube, ne? Ja, das geht ja schon los. Nicht unbedingt, weil wenn zwei Vorbereiten drücken, dann kommst du automatisch mit rein. Na, dann fall ich außen vor, ja? Ja. Wollen wir da mal Hallo sagen, bevor es losgeht? Ja. Hallo an alle Abonnenten. Ja. Die uns zuschauen. Oh Gott, das ist, glaube ich, der schlimmste Anfang für ein Video ever. Komplett bescheuertes Gelaber, keiner weiß, wann es losgeht. Aber lustig ist es. Na, natürlich. Mir hat keiner was gesagt, wann das hier losgeht. Ach, hast du das Rotschreiben jetzt nicht bekommen? Nee, ich hab's. Nee, gar nicht. 5 Wochen nach dem Ausbruch. Oh, was ist denn hier los? Komm her hier! Boah, Digga, erschreck mich mal nicht so. Ich hab Herz. Was benutzt denn ihr eigentlich für eine Pistole? Ihr habt ja inzwischen auch alle freigeschaltet. Oh! Jetzt müsst ihr gerade mal lügen. Wo steht denn das? Das weißt du, wenn du am Anfang deine Ausrüstung machst. Das weiß ich jetzt gerade wirklich nicht. Also ich habe jetzt diese 3-Schuss-Pistole genommen. Ich hab dieses vollautomatische Pistolengerät, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Da kommen schon Gegner! Ich werd bekloppt. Was war denn hier nochmal mit dem Bohrer und sowas? Ne? Oh, ja, ich hol mal den Bohrer. Also mal an die Zuschauer, das ist ja jetzt quasi, während wir einerseits natürlich quasi jetzt einfach mal so ein Let's Play zu der neuen Karte machen, auch so ein bisschen die Vorstellung der neuen Karte. So ist es. Und... Ja. Ach du Scheiße. Dann machen wir wieder mit dem Messer, würde ich sagen. Ja. Ja. Und bisher gibt es aber eigentlich noch nichts, was wir irgendwie groß kommentieren müssen, weil ich meinen Bohrer und so weiter, das hatten wir ja in der alten Map auch. So, jetzt der Messer. Der Bohrer, ne? Genau. Der Bohrer bohrt, ja? Bohrert. Bodo mit dem Bohrer und der Bohrer, ja. Noch, ja. Der Bohrert. Very nice, how much? Ja, liebe Zuschauer, ja. Wie ihr auch seht, dann haben wir ja zum Anfang schon gesagt, aber ich sag's jetzt einfach trotzdem nochmal, das ist ein Dual, wie ich jetzt sagen würde, ne? Vorhin, Daniel, sag ich. So genau. ist es, ja. Richtig gemacht. Hab ich noch nach der Aufnahme wird's dann anal. Ja, dual, anal, frontal, ja. So ein blöder Witz von mir ausgerechnet. Ja, ne? Warum kommt er jetzt gerade von dir? Ich weiß es nicht, ich bin gerade irgendwie so ein bisschen aufgeregt. Ah, jetzt seid ihr mir gerade voll in die Parade gefahren. Tut mir leid. Ja, wie gesagt, wenn ihr das denn, das ist ja klar, da braucht ihr nicht sagen, aber sagt trotzdem, wenn es euch denn gefällt, machen wir natürlich mehr davon, das ist natürlich klar. Leute, ich habe hier gerade, halten Sie Viereck zum Aufnehmen der Spinnschlüssel. Ich muss es kurz mal unterbrechen hier. Ich bin überfordert. Was ist ein Spinnschlüssel? Ich nehme den Spinnschlüssel. Kennst du das nicht von der Arbeit oder sowas? Nee, wo du Sachen reinpacken kannst und so? Ich hab keinen Spinn. Oh, oh. Vorsicht, das ist ein starker. Kaputt? Ja, das ist ein starker. Ich schreib mal. Der starke ist nicht gut. Der haut mich natürlich die ganze Zeit weg hier, aber... Boah, jetzt krieg ich auch auf den Arsch. Aber der hat den Arsch. Bohrer wieder heil? Ja, wunderbar. Aber wir haben's doch sogar geschafft. Jawohl. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich das hier hinkriege, hier mit dem ganzen scheiß Getune hier. Der kam von Herzen. War denn das noch? Ich mach jetzt Sanitäter erst, oder was habt ihr die Pistole? Achso, genau. Ich würde sagen, ich gehe auf IMS. Ah, ich hab beide jetzt gemacht. Und auf Medic. Ja, okay. Und was habe ich gemacht? Ich habe Armor genommen. Ich dumm Dopp, ey. Ja doch, ist aber auch gut. Ja, aber. Ja, aber du hast doch auch Armor ausgerüstet, oder? Ja, na jeder, ne? Hat auf jeden Fall, ne? Aber. Alter, entweder treffe ich nicht oder ich mach keinen Schaden. Ja, Lukas, dann machen wir eine gute Channel-Freundschaft. Mit Pistolen aus! Na, Sigi. Schall, Sigi. Nochmal an alle Zuschauer, die jetzt noch so ein bisschen. Die Herren Daniel und Robert waren ja quasi für kurze Zeit Mitglieder bei Kürbisclan LP. Und weil es aber alles planungstechnisch so hingehauen hat, wie wir wollten, haben wir dann quasi gesagt, okay, die machen ihr Ding, ich mache jetzt mein Ding auf Kürbisklein-LP. Aber da wir halt nach wie vor Freunde sind und uns nicht jetzt irgendwie im Zorn getrennt haben, machen wir halt ab und zu mal so ein paar Dual-Dinger und ansonsten schauen die sich öfter mal meine Videos an und sagen, das ist scheiße und das kannst du noch verbessern. Und umgekehrt mache ich es halt genauso. Da kriegen wir dann immer eine 20 Seiten Mail von mir, wo ich ihre Videos hasse und alles zuflame und dann ist es wieder gut. 20,5. Stimmt, ich muss ja noch unterschreiben. Genau. Mit von und zu und meinem Titel Doktor so und so. Genau. Doktor so und so. Gerade im Semester 65 oder weiß ich was. Ja. Weil ich immer durchs erste Semester gefallen bin. Ich komme auf den Modus, ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme auf diesen Modus.
weiß ich irgendwie gar nicht mehr klar hier. Aber ich finde so an sich bis jetzt ist es auf jeden Fall ganz interessant. Hm. So auch schon, dass der erste Typ da gleich mal von so einem Mega-Feeder weggeschleppt worden ist. Ja, natürlich, das ist ja auch was anderes als ständig die anderen Map dazu. Oh nein, zocken, ne? Ich brauch Mumpeln. Ich schmeiß mal Mumpeln. Was hast du für eine Mumpel? Explosivmumpeln. Ah, okay. Ich hab nur Feuer. Was, wie kannst du nur mit Feuer spielen? Feuer, ja. Naja. Das ist auch seit ich League of Legends spiele, da zocke ich ja immer nur mit Annie und da bin ich jetzt. Das ist so ein kleines Mädel, das halt Feuerattacken hat. Jetzt bin ich voll der Fan von Feuer. Oh, Feuer, Feuer. Ja, ich bin jetzt in der letzten Zeit, wie ich dir das schon geschrieben habe, echt am überlegen, ob ich mir mal für den Laptop jetzt irgendwie so einen Ego-Shooter runterziehe irgendwie oder mal Ego-Stick oder sowas. Ja, aber was du echt noch machen kannst, hol dir mal, oder falls du es noch nicht hast, hol dir mal Steam. Das ist ja hier dieses Programm, wo du quasi dann einfach Spiele drüber kaufen und so weiter kannst. Das ist so ein bisschen wie, ja, wie es PSN quasi, aber halt, dass das auch die Spiele direkt speichert und verwaltet. Ist auch einfach so runterladen, installieren. Und da kannst du halt zum Beispiel auch ein paar Demos von zum Beispiel Bulletstorm, falls du das kennst, kannst du da mal eben runterladen und mal ausprobieren. Ja, ich meine, das ist halt jetzt auch was anderes als COD, aber trotzdem. Habe ich gezockt. Habe dann. Kann man mal antesten, ne? Ich hol mir jetzt die Maverick hier hinten einfach mal. Stimmt. Noch mal auf. Eigentlich könnte ich mal eine Waffe holen. Oh, ein Magazin. Relikt, nur Pistolen-Relikt habe ich drin. Ja, hast du drin, ne? Das ist doch wunderbar. Gut. Ja, ja, das ist überhaupt nicht gut. Doch, das ist, sag mal, gibt's hier auch irgendwie ein paar MPs oder so? Die sind nur Scheißwaffen. VKS habe ich hier gesehen. Ja. Warte mal, ich habe da oben was gesehen hier. Muss mal. Wo geht's? Ich hau den Bohrer ran, ne? Hier habe ich doch die CBS gesehen, glaube ich. Ich habe noch keine Waffe. Ja, das ist die CBS. Nee, Vector ist die. Die Vector ist hier. Oh, Vector ist gut. Vector nehme ich mal mit. 2-1, Bohrer ist dran. Um nochmal auf das Feuer mit Lukas zurückzukommen, wahrscheinlich werdet ihr demnächst in den regionalen Nachrichten hören, dass jemand, ein Verrückter aus Hessen, irgendwas angezündet hat, wegen Feuermissbrauches. Ja. Dann kommen, hier sind doch jetzt bei der Alien Map sind doch jetzt auch diese Spinnenviecher, oder? Ja. Ja, denkt ihr dran, dass wir Messerkills machen müssen? Ja. Ach so, ja. Auf jeden Fall. Hättest du mir das jetzt nicht gesagt, hätte ich das gar nicht wieder hingekriegt. Na, das war wieder klar. Immer wieder gern, Schatzi. Aber das schon. Nee, doch noch nicht. Doch, ist doch auf jeden Fall schon ein Skorpion am Start. Den müssen wir mit Pistolen. Ne? Ja, liebe Freunde, wie ihr jetzt auch. Oh oh. Den Messer ich. Von mir erfahrt habe ich die Theorieprüfung für meinen Führerschein endlich geschafft. Juhu! Oder endlich mal Zeit wurde. Und ja. Das wollte ich nur mal gerade mal gesagt haben hier. Auch wenn das, glaube ich, gar keinen interessiert, aber. Doch, mich interessiert's. Aber wieso? Kann ich bald rum machen hier. Humbug? Kannst du mich endlich mal besuchen kommen? Ja, das machen wollten wir sowieso irgendwie mal. Weil, das müssen die Zuschauer auch wissen. Ich bin, glaube ich, gleich am Arsch. Boah, das ist so ein Teleporter. Was ist das denn, Alter? Ich bin doof, ich hab keine Munition mehr. Warte, den! Wo ist der Teleporter? Lass ihn am Leben, den haut ein Hydrogenmesser ran. Aber Scheiße. Den haben wir jetzt schon ganz schön angefickt, ne? Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, die Herren wohnen etwa 800 Kilometer von mir entfernt und ich habe Robert zum Beispiel noch nie persönlich getroffen und Daniel jetzt zweimal auf der Gamescom. So ist es. Oh ja. Wo ist denn das Vieh? Alter, wie viel Leben hat der eigentlich, der Spasti? Aber natürlich soll es nicht von diesen. Oha, 500 gibt der, Alter? Ich hab 1000 bekommen. 1000? Ich brauche Munition, Freunde! Ich brauche echt Munition! Ja, warte. Hier, bitteschön. Oh, eine Explosion zu picken. Hart, ey. Kommt mir gar nicht mehr klar auf das Game, Alter. Oh nein, Alter. Ich hab auch nochmal Mumpeln geschmissen. Dankeschön. Ach so, oh, du hast eine Brandmumpe gehabt, ne? Hab ich wieder ausgetauscht, natürlich. Scheiße. Ist wurscht. Oh, Mist. Na egal. Was machen wir eigentlich gerade hier? Uns noch erstmal ein bisschen verteidigen. Achso, ich könnte mal die Skillpunkte verwenden. Das habe ich auch noch nicht getan, aber werde ich jetzt. Fuck you! Ist hier noch irgendwo ein Bohrloch? Ja, da oben. Ah, ja, da gibt's noch eins. Stück. Ich werde mal, glaube ich, schon ein bisschen für Unterstützung sorgen mit einer Volture. Ja, ich werde jetzt mal ein IMS hier hinknallen. Und ich werde mal meine Explosionsmumpe noch mal zweimal aufwerten. Dann bin ich Mumpe. Dann bin ich mal Mumpe. Mach mal die Brandfalle an hier. Was? Die markierten Aliens? Wo sind die Aliens markiert? Da, Scheiße.
Scheiße, ich wollte unbedingt noch einen anklatschen hier daher. Next one, please. Alter, der dann auf einmal. Komm, hey, was ist so der Teleporter, Alter? Den müssen wir uns mitnehmen unbedingt. Den was? Wo? Oh. Mit so einem Teleporter-Wichser. Achso, da kommt er hoch. Hab ich. Da hinten nice. Kommt. Da hinten oh nein, kommt diese... wieder gleich keine Mumpe mehr, ey. Muss gleich wieder schmeißen. Dann hab ich immer noch gesagt, Taliban, ich glaube. Ja. Wie ist denn das nochmal, wenn dein Explosivmuni leer ist, kriegst du dann direkt noch normal? Ja. Die kommt dann okay. Hinterher, ja. Dann hab ich ja noch. Müsste das, glaube ich, gewesen sein. Aber die Map an sich irgendwie doch gefällt mir. Kommt mir bekannt vor von MW2 oder so. Oder von irgendeinem Call of Duty vom Spezialeinheitenmodus, ja. Nee. Irgendwie, wo man hier oben mit der Predator lag und sowas. Moment, möchtest du damit etwa sagen, dass in Call of Duty Maps recycelt werden? Das sieht wirklich. Ja. Das nee, hab ich aber ja noch nie kommt gehört. Hier, schmeiß mal Mumpe, ne? Daniel, du weißt aber, welche ich meine oder nicht? Ehrlich gesagt, nö. Die vom Spezialeinheitenmodus von MW2, wo du oben lagst mit der Predator und die Gegnerhorden, die Gegnerwellen besiegen musstest. Ja, den Modus kenne ich noch, ja, aber doch nicht die Map hier, die kenne ich genauso wie weiß ich was hier. Ich muss aber zugeben, ich habe auch nur den MW3 da so ein paar Missionen gezockt, nicht viele. MW2 habe ich ja nicht mehr. Wie jetzt? Gerade echt so vor. Da enttäuscht du mich jetzt aber richtig. Ich weiß, ich bin kein echtes Fangirl, es tut mir auch leid. Ich glaube, wir müssen, wenn wir dich mal wieder sehen, müssen wir dir nochmal gewisse Sachen in den Leib pressen. Zahnbürsten. Das wäre die eine MW2 Sache. MW2 ist echt gehört zu den besten. Oh yeah. Das sind immer gut. Oh yeah. Oh, hey, diese Sprengmeister hier. Ne? Der Rauschende soll auch mit dabei sein, damit man ein bisschen Spaß hat, ne? Kinderüberraschungseier. Oh ja! Ich brauch gleich wieder Munition. Super! So im Krankenhaus, der Patient braucht noch ein Ü-Ei. Sofort, aber ganz schnell, sofort ein Ü-Ei. Was ist das denn jetzt? Vorher wieder. Achso, ich habe ja noch Skillpoints. Oh. Hier kann man jetzt lang? Ach, hier ist eine Knarre drin. Guck dir das an. Elsat ist hier drin. Oh, die kann ich gerade echt gut gebrauchen. Ein Leuchtsignal ist hier. Aber das kann ich nicht damit machen. Kann man den scheiß Schlüssel hier shit, noch. Shit! Digga! Hier ist ein Rauchpunktvisier. Ich hab. Digga! Guck, Digga, eine Spinne! Oh. Eine Spinne! Truff! Die kriegt nicht mal Schaden. Ich hab ein Hydromesser am Kopf geschmissen, das Ding. Ich hab eine MR28 geöffnet hier. Was zerstören Sie? Was sind. Oh. Bruteier? Bruteier. Boah, was ist das für ein MG, Alter? Wie denn? Wieso kann ich denn meine Pistole nicht austauschen? Wo sind denn die Bruteier? Wo sind denn die scheiß Brut 20? Hart, Alter. Wo sind denn die Bruteier hier? Will einer eine modifizierte MR28 haben? Kann hier, ich nicht, Digga. Muss er noch nicht mal Geld für bezahlen. Was? Kann ich nicht, Digga. Die ist hier drin, in dem Spind hier. Kann ich nicht, ich hab Pistolenrelikt, Digga. Ich kann die. Alter, was krieg ich denn hier für Schaden? Leute, ich brauche eure Hilfe. Sucht mal Eier hier, zerstört die mal, sonst haut das Vieh nicht ab. Nee, das ist die Herausforderung, Digga. Wir müssen nur das Ding abwarten hier, glaube ich. Warte mal, ich rette dir mal so ein bisschen den Arsch, gell? Ich bin hier voll am Arsch. Wie sehen denn die Eier aus, Robert? Hast du schon eins? Ja, du hast schon eins. Ja, ich hab schon eins. Die hängen hier irgendwo rum, die Dinge. Toll. Hier ist nur so ein komischer. Alter, so ein roter Nebel, der macht einem so viel Schaden. Ja, der ist hart, ja. Alter, der ist gestorben. Luca, ja, ich bin down. Das Ding ist, da musst du echt aufpassen, das ist alles von dem Drecksvieh da hinten. Ja, aber dass du gleich so viel Schaden nimmst, ey, ich hab direkt aufs Maul bekommen, bin sofort umgefallen. Gut Eier. Ach, hier sind welche, glaube ich, oder? Geht auch nicht. Warte mal, ich hab was. Ach, das hast du schon zerstört, oder was? Shit! Ich hab nichts zerstört. Alter. Ich bin dood, Alter. Könnte man davon ausgehen, dass der Schwierigkeitsgrad hier vielleicht ein bisschen zugenommen hat im Vergleich zu vorher? Aber gewaltig, ja. Ich kann's mir gut vorstellen, ja. Kann mich einer heilen? Ja, Daniel ist bei dir in der Nähe, oder? Nicht wirklich. Warte mal, doch. Oh, ich kann warte hochgehen. Mal. Warte. Hältst du doch durch da? Ja. Oh, scheiße, hier ist der rote Scheißnebel, ey. Oh, hier sind Bruteier, jetzt sehe ich sie, ey. Ich sehe überall so komische Nestdinger, aber irgendwie Alter, kann Robert, ich da... Robert, kommst du ein bisschen raus da, nach rechts geht hier? Nicht. Ich bin jetzt gleich tot, 6 Sekunden noch. Oh, scheiße. Ich bin auch gleich tot, wenn das so weitergeht. Ich würde ja hochkommen, aber jetzt kommt hier gerade so ein Schwasti. Ja, warte, ich sammle wenigstens deine Pornomarke ein, dann kann ich auch noch wiederbeleben, trotzdem. Oh, scheiße! Alter Schwede! Muss ich die Marke einsammeln, durch drüber laufen? Nee, da musst du Viereck drücken, da kann man wiederbeleben gleich. Oh, aber shit, das geht momentan nicht. Das geht überhaupt nicht, ey. Ich muss mich auch erstmal gerade ein bisschen
erholen. Komm mal ein bisschen zu mir hier wahrscheinlich. Das ist vielleicht besser. Ja, warte, ich bleib mal hinter dem Haus in Deckung vor diesen Schüssen, die das Vieh absondert. Und versuch Robert wiederzuholen, sobald der so weg ist. Aber ich muss eh zu dir runter wegen der Mumpe. Ja, komm mal her. Ja. Ich brauch unbedingt einen Sunny, ey. Scheiß, die waren dann. Das ist richtig hart, Leute. Alter. Ja, komm her. Ihr habt auch noch Mumpe hier. Ja, ich hab auch keine mehr. Robert, ich hol dich sofort, aber erstmal krieg ich jetzt einen Arsch auf Bissen. Alter. Alter Schwede. Ich hab gar keine Leben mehr. Warte mal, ich bin doch Medic. Ich kann doch bestimmt irgendwas tun. Nein, bloß nicht. Du kannst dir keinen Erste-Hilfe-Kasten hinlegen. Renn erstmal ein bisschen. Ich werde dich ein bisschen übernehmen hier. Was war denn das? Ich bin ja ein Tank hier. Ey, genau da ist jetzt so ein Scheißding runtergekommen. Alter Schwede, das geht richtig ab hier. Warte mal, ich geb dir mal ein bisschen Deckung. Probieren, ne? Nee, doch nicht, das geht nicht. Ja. Jetzt Alter Schwede, heil mich doch. Da oben ist doch alles frei. Ja, hol dir Robert. Bis ich da bin und dich denn da, das ist ja Wahnsinn. Ich mach hier ein bisschen Cliffhanger. Ach, da kommt noch einer. Ja, ich werd erstmal schnell Dings hier hauen. Mumpe. Mhm. Brauchen wir bestimmt sowieso gleich wieder. Ich hol mal unseren Senior. Ja, hoffentlich können wir das jetzt... Komm schon. Oh. Alter! Keine Munition mehr, ist das hart, Alter. Na warte, ich hab dich. Da kommen aber jetzt gleich ein paar Freunde von oben. Ja, deswegen lieber erstmal schnell weg. So, jetzt weg hier. Oh ja, hier kommen sie! Ey, das mit den Bruteiern können wir aber komplett vergessen. Ich guck mir jetzt eine Vulture, ey. Das geht jetzt gar nicht hier. Die hätte ich schon längst hochholen müssen. Ach nein! Was war das denn für ein Scheiß? Oh nee, Alter. Komm, könnt ihr zu mir kommen, weil die Vulture ist noch am Start hier. Alter, ihr seid beide weg. Ah, geht ab. Ich weiß auch gar nicht. Wir müssen die perfekte Spinne wirklich töten, ne? Nee, das Ding ist, die schießt ja dieses rote Zeug und aus dem roten Zeug wachsen dann diese Eier raus. Aber die musst du halt sofort wegballern. Alter Schwede, ey. Ist meine Vulture jetzt weg? Nein, die ist über dir. Ist über mir? Gut, okay. Ja. Wir kommen gerade nicht voran. Wenn das so weitergeht, ne? Dann ist nicht gut. Ja, so könnte man auch, auch sagen. Nee, wir müssen die Spinne nicht killen, okay. Nee. Scheiße, jetzt, Achtung hier, jetzt hat die da das Zeug hingerotzt und jetzt kommen da gleich so Eier raus irgendwie. Ich weiß aber nicht genau wo. Scheiße, ne? Ja. Wie lange ist sie denn noch am Start, dieses Drecksvieh? Ja, bis wir die Eier weg haben, das kann halt noch 3 Jahre dauern. So wie wir jetzt momentan. Stimmt, du hast recht. Jetzt müssen erst die Eier gekillt werden, ne? Boah! Du musst gleich wieder Mumpe schmeißen hier. Da kommen jetzt die Eier her, ja? Ja, ich weiß aber nicht, ob die hier unten kommen oder da oben, weil das hat jetzt so über die Brücke und auf den Boden gerotzt. Ich warte jetzt mal hier unten. Oh, fuck, Alter. Toll. Ich bin schon wieder tot, Alter. Was ist denn hier mit? Alter Schwede. Seht ihr irgendwo Eier? Ich bin wieder tot, Alter. Nee, nicht wirklich. Alter! Pass auf, nehmen wir jetzt noch einen Explosionsweg. Ja, das ist genau das Ding, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist ganz schön hart hier, muss ich ehrlich sagen, ne? Oh, Gott sei Dank. Hab mir noch mein IMS. Also liebe Zuschauer, ihr seht schon, sobald irgendwas kommt, was wir nicht aus der alten Aliens-Map kennen, sind wir maßlos überfordert. Allerdings ist es auch echt ein bisschen schwieriger als letztes Mal. Ja, wir müssen uns echt zusammenrechnen, dass wir nicht hier sofort auf den Sack kriegen. Oh. Aber wie Sau. Alrighty. Erstmal... Habt ihr noch Explosionsmumpe mit? Nein, Feuer. Ich hab gar nichts, Wie jetzt? Aber ich skill halt momentan alles auf mein IMS. Was halt jetzt gerade überhaupt nichts bringt. Warte mal, das Vieh macht jetzt wieder irgendwas, das ballert. Da unten waren Eier. Hast du gesehen? Ja, aber die sind schon weg, leider. Oh. Ja, da kommen vor allem diese sauharten Viecher raus. Teleporter-Viecher. Oh, alle drei bei mir. Ich verreck. Wo bist du denn? Ich verrecke nicht, ich hab sie gekillt und dann wurde ich doch gekillt von irgendwas anderem. Komm hoch, Alter. Ah, nee, da komm ich jetzt gar nicht von der Seite. Nee, einer muss echt. Obwohl, das ist eigentlich scheiße, anders möchte ich verrecken. Das Ding. Ich kann auch runterfallen. Ja. Niemals. Das Vieh lässt dann irgendwo diese 3 Eier ab und die müssen wir wegballern, weil da kommen dann diese harten Aliens raus, also die so ein bisschen fetter sind und halt so viel aushalten. Fuck, Alter. Pass auf, ey! Da kommt der rote Piss wieder. Oh. Der hat mich voll erwischt. Ja, ist halt die Frage, ob da die Eier rauskommen. Ich hab's noch nicht so ganz begriffen. Entweder. Nee, die kommen zufällig, glaube ich. Wir müssen uns ein bisschen über die Map verteilen, aber möglichst so, dass wir nicht abgeknallt werden. Also Leute, ich habe jetzt hier nochmal ein Leuchtsignal, habe ich jetzt nochmal aufgenommen, falls jetzt, ne? Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht und habe diese scheiß Relikt vergessen rauszunehmen. Das bricht mir das Genick. Merke ich gerade richtig, ey. Außerdem müssen wir darauf achten, dass... Wobei, aber das ist ja eigentlich nur die Challenge, dass wir diese Eier zerstören sollen. Das ist ja eigentlich optional.
Aber bloß, das geht ja nicht weiter, denn... Alter Schwede! Ich probiere mal was aus. Ich riskiere jetzt mal kurz was, gell? Nee, mach das nicht, weil ich bin tot. Ja, okay, dann hole ich dich halt. Nee, ich bin schon da. Robin guckt nach dir. Robin? Robin guckt nach. Geht ab wie Sau hier, also das ist ein Tacken her. Da hinten sind die Eier jetzt, Lukas, da hinten. Wo? Da kommen die gerade runter. Da, jetzt werden sie gespawnt, da. Glaube ich. Alter, ich sehe die nicht. Da ist nur Feuer. Ja, aber das sah gerade so aus, als wenn die ja jetzt gleich kommen. Ja, dann warte ich hier mal. Ich habe nämlich mal geguckt. Das ist ja eigentlich nur die Challenge, also dass wir die Eier zerstören sollen. Aber warum die waren da hinten. Die ja nicht mehr ab, Robert, die waren da hinten, hinter diesem Auto, wo der Bohrer steht. Da sind Alter, das ist richtig übel, shit, Alter. Oh. Du musst jetzt ständig über die Map hin und her rennen. Hinter dir, da. Wie bekloppt, Alter. Das geht hier ab, ey. Nochmal, das ist ja nur die Challenge, das heißt, es ist ja eigentlich optional, also eigentlich nicht die Hauptaufgabe, ja, dass wir die Eier zerstören sollen. Ist denn die Hauptaufgabe jetzt? Was sollen wir denn machen hier? Die scheiß Spinne killen? Ja, wir sollen die Spinne killen und deswegen will ich jetzt gerade mal auf die ballern, sobald hier das Feuer weg ist, weil ich gucken will, wo die Schwachstelle ist. Ja, ich habe auch schon versucht, aber mit meiner Pistole kann ich hier nicht ganz so viel ausrichten. Ja, also die Beine sind es auf jeden Fall nicht. Fuck, Alter, fuck! Alter, wie lange brennt das hier noch? Da, das Rote! Das Rote! Schießt auf das Rote! Oh, ja! Alter! Das ist die Schwachstelle! Das Hellrote! Das ist aber auch genau auf mir runtergekommen. Da sind die Eier wieder. Da sind zwei kaputt schön gemacht. Gelähmt, ne? Von dem Scheiß. Ja. Oh, komm schon! Das war ein Explosionswechsel, das hab ich gesehen. Oh nein, jetzt ist einer bei mir. Voll. Jetzt kommen die harten Viecher. Bleib weg von mir. Nee, jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich schon. Okay. Hat geklappt. Hier, guckt mal, wenn ihr jetzt auf das Vieh zielt, am Hals, da ist das Hellrot. Da müsst ihr raufballern. Muss mal drauf achten. Ja, hab's gesehen, jetzt, ich hab's getroffen. Das macht ordentlich Schaden. Das ist nicht ordentlich, aber... Und wir müssen halt einmal diese Eier zerstören, das ist die Challenge, und wir müssen ihm halt... Hab ich grad wieder 2-1 erwischt, glaube ich. Den scheiß Kopf wegballern. Ne, 2-1? Weiß ich das gar nicht. Boah! Digga, das MG hier, das haut richtig gut durch, Alter. Du musst aufpassen, geh weg da! Ja. Ich geh hier rein in die Bude, ey. Ich muss mich hier erstmal kurz schützen. Ich muss auch Mumpel schmeißen hier, könnt euch reichen, komm hier. Okay. Das Problem ist, der schießt aber auch da rein, ich bin vorhin da drin verbrannt. Das Vieh ist echt oh, hart, wir haben jetzt sogar schon 3 Eier? Okay. Ja, was Robert hat noch 2 weggeknallt. Ich versuch wieder. Oh nee, das ist nicht drin, ans MG zu gehen. Das ist richtig. Das blimmt mich richtig gut. Hab ich gesehen. Die Viecher kommen! Die Viecher kommen! Nein! Ich bin tot. Oh, scheiß die unten. Scheiße! Die Explosionsviecher, ey, die sind so übel, ey. Ja. Oh, ich muss mich erstmal kurz hier ein bisschen. Hier ich drin bin kann man. Oh, oder in der letzten Ecke. Oh, scheiße. Die fetten Viecher, die sind so hart, ey. Sind da noch Gegner bei dir, Robert? Ja, einer war noch, Alter. Der kommt jetzt gerade, glaube ich, gerade zu euch. Ne, ich komm zu dir, warte. Boah, ist das hart, Alter. Ich stell mal ein IMS zu uns, warte mal, so. Vor allem... Oh, fuck! Jetzt kackt er hier diesen roten Rotz hin, kannst du da mal rauskommen? Ja, ich krabbel nach vorne. Ja. Alter Schwede, ey, der nimmt ja gar keinen Schaden mehr, der Wichser. Irgendwas stimmt da nicht. Doch, der nimmt doch Schaden, guck doch die blaue Leiste an. Naja, so, aber nicht sehr viel. Nee, das nicht. Gerade war das ein bisschen besser. Aber er nimmt Schaden. Nicht viel, aber er nimmt ihn. Oh, ich hab noch nicht mal genug Knete, Alter, um meine Drohne zu holen. Wie der doof, wie der diese fetten Viecher und ich hab keine Munition. Oh nein, was kommt hier? Rino! Ich bin bekloppt, Alter! Ausgerechnet jetzt, ey. Ja, ich bin doof. Scheiße, Alter, der ist hier ich bin genau bei dem Rino, ey. Oh nein. Alter, wie viele das auch sind! Ich hab einen Leuchtmittel. Guckt euch das! Das Ding ist durch, ja. Alter, wie viele das sind! Ja. Alter Spalter, ey, das gibt's ja überhaupt nicht, ey. Ich kann's mir auch gut vorstellen, das wird wahrscheinlich irgendwann kommen, wenn man halt total verkackt, denke ich mal. Weil wir hätten früher, glaube ich, die Spinne killen müssen, ne? Viel früher, denke ich mal. Oh, kacke, ey. Ja, bloß mit meinen Pistolenrelikt kann ich nicht viel anrichten hier. Alter Schwede. Boah, aber richtig derb, Alter. Meine Güte, ey. Naja, da wissen wir mal, wie das läuft hier. Alter Schwede. Haben wir das mal gesehen hier. Okay. Wollen wir dann vielleicht mal zusammen ein kurzes Feedback entwerfen? Für den ersten Eindruck? Ja, können wir ja machen. Können wir tun. Wer möchte anfangen? Lukas hat den Vorschlag gemacht. Lukas fängt an. Okay. Also ich muss sagen, ich find's... also ich find halt den Alien-Modus an sich jetzt so auf Dauer halt auch nicht so mega abwechslungsreich, wie ich es mir am Anfang erhofft hatte. Gerade beim Zombie-Modus war ja auch immer das Problem, dass man da irgendwann gedacht hat, Alter, ja, könnte ja mal ein bisschen was Neues passieren zwischendurch.
Ich find's cool, dass sie jetzt hier so ein paar neue Sachen eingefügt haben. Allerdings, wenn das jetzt ernsthaft der Schwierigkeitsgrad von der Geschichte sein soll, dann sind sie doch echt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil wir sind zu dritt jetzt voll abgekackt. Ich weiß nicht, wie du die Sache alleine schaffen sollst. Ich würde sagen, wir können es ja demnächst nochmal so ein bisschen zusammen probieren, aber momentan muss ich echt sagen, ganz schön harte Geschichte. Ja, da hast du allerdings recht. Da muss ich mich deiner Meinung auch anschließen. Ja. Aber was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass sie schon mit dem Alien-Modus ja eine gewisse andere Sparte, sag ich mal, eingehen und sie mir ein bisschen interessiert. Aber es wirklich so ist, dass es, dass sie es vielleicht auch, keine Ahnung, ich sag mal, wie du gerade meintest mit dem Schwierigkeitsgrad, vielleicht hätten sie es wirklich so machen sollen, dass man auch so eine Art Schwierigkeitsgrad für sich einstellen kann, so wie sie es ja dann auch gemacht haben bei dem Zombie-Mode, dass man es auf Original oder halt auf Light stellen kann. Ich denke halt vor allem auch, man hätte es irgendwie so machen können, dass man den Alien-Mode einfach mal ein bisschen anders aufzieht, weil jetzt haben sie schon quasi einen neuen Modus eingeführt und dann ist es aber eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche Eier wegbohren und den Bohrer verteidigen und dann halt ab und zu mal so ein etwas größeres Bossvieh. Also beim ersten Mal war ja der Reno quasi noch das Bossvieh, jetzt ist der Reno mal eben so ein Zwischengegner, während da noch ein größeres Bossvieh kommt. Mhm. Aber man könnte eigentlich so viele interessante Sachen noch mit diesem Alien-Modus machen. Auch vielleicht das so ein bisschen auf die Horror-Ebene machen, dass man sagt, hey komm, wir versuchen da auch mal ein bisschen Story reinzubringen. Weil es gibt ja dieses Intro-Video für den Alien-Modus jetzt hier, für die zweite Map auch. Aber das ist halt echt so nach dem Motto, ja, da waren dann Experimente an irgendwelchen Viechern und die sind dann böse geworden und haben die Forscher umgebracht. Und das ist ungefähr so kreativ wie, keine Ahnung, wir machen einen Action-Film, wo irgendwelche Taliban dann Amerika angreifen. Also, Ja, so ständiges, weiß ich nicht, das wiederholt sich immer so ein bisschen, ne? Ja, genau. Das ganze Geschichte, ne? Das stimmt, das kommt vielleicht ein bisschen langweilig rüber, ja. Aber ich muss schon sagen, wie ich es gerade gezockt habe, Spaß macht es schon. Nur müssen wir wahrscheinlich mal sehen, dass wir das, ja, weiß ich nicht. Entweder wir müssen uns noch eine andere Taktik überlegen. Also ich bin der Meinung, wir hätten vielleicht vorher uns ein bisschen einzocken sollen, bevor wir das, aber ist egal. Wir haben den Abonnenten das jetzt gezeigt, dann wissen sie ungefähr, wie das läuft. Genau. Und wir sagen jetzt einfach mal, wir machen demnächst nochmal was, aber zocken uns dann mit der Alien-Map ein bisschen ein und dann kriegen wir das schon hin. Genau. Und wir können auch schon mal ankündigen an alle Fans von MW3, wir haben uns da eine kleine Sache ausgedacht, die wir demnächst machen werden. Es dürfte recht spaßig werden. Was genau es ist, verraten wir an dieser Stelle noch nicht. Nein. Aber es dürfte die Aufnahme, wenn ich das richtig verstanden habe, so am Wochenende gemacht werden und dann wahrscheinlich auch am Wochenende direkt kommen. Das könnte man so sehen, ja. Jo. Na dann, freut euch drauf, liebe Zuschauer. Genau. Okay, haben wir noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht, nö. Ich sag nur, dass wir noch viel Spaß beim Gucken haben sollen und ja. Ja. Wir hören uns wieder, auf jeden Fall. Dann von meiner Seite auch noch einen schönen Tag an alle und danke fürs Zuschauen. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüssikowski.